Moin! Heute gibt es mal wieder etwas Leckeres für alle Naschkatzen und Schoko-Junkies unter euch. Wir machen Schokotörtchen mit einem flüssigen Kern. Man braucht nur wenige Zutaten, sie sind schnell gemacht und lassen sich wunderbar auch für viele Personen vorbereiten. Also, los geht's! Zuerst stellen wir uns einen Topf mit Wasser auf. Brecht die Schokolade in kleine Stücke, dann schmilzt sie schneller. Und die Butter könnt ihr auch klein schneiden und mit hinzugeben. Nun nehmen wir das Ganze und lassen es langsam über dem Wasserbad schmelzen. Achtet dabei darauf, dass das Wasser nicht allzu heiß wird. Während die Schokolade langsam flüssig wird, bereiten wir schon mal unsere Förmchen vor. Dafür benetzen wir unsere Förmchen zuerst mit Fett und melieren sie danach. Die Förmchen sind bei uns 5 cm hoch und haben einen Durchmesser von ca. 6 cm. Für die fertige Masse benötigen wir ca. 19 Förmchen dieser Größe. Nun kommen wir zum Teig. Hierfür brauchen wir Vollei, aber auch ein paar Eigelbe. Aus dem übrig gebliebenen Eiweiß kann man noch wunderbar Baiser machen. Zwischendurch rühren wir einfach die Schokolade ein wenig um, sodass die Butter und die Schokolade sich schön verbinden. Sobald alles flüssig ist, nehmen wir die Schokolade vom Wasserbad und lassen sie schon mal ein wenig abkühlen. Und dann schlagen wir auch schon die Eier auf. Es ist wichtig, dass man die Eier ordentlich aufschlägt und sich dabei auch ein paar Minuten Zeit lässt. Durch das Schaumigschlagen werden die Eier nach einiger Zeit etwas heller und sehr schön cremig. Und dann sieben wir den Puderzucker hinzu, während wir immer noch weiter schlagen. Lasst euch auch hierbei Zeit. Ab und an könnt ihr die Schokolade noch mal ein wenig durchrühren. Und wer die Törtchen gleich backen möchte, der sollte jetzt den Backofen schon mal vorheizen. Wenn die Eizuckermasse diese Konsistenz hat, dann kann auch schon das Mehl eingearbeitet werden. Und dann kommt die Schokolade hinzu. Achtet wirklich darauf, dass eure Schokolade in etwa Zimmertemperatur hat. Ansonsten kann es sein, dass die Eimasse wieder komplett zusammenfällt. Und das wollen wir ja nicht. Und dann ist der Teig zum Abfüllen bereit. Wir werden jetzt nur ein Schokotörtchen backen, damit wir es euch zeigen können. Die restlichen Schokotörtchen frieren wir einfach ein. Und wenn wir Besuch bekommen, dann haben wir immer ein leckeres Dessert parat. Alle Informationen zu den genauen Mengenangaben und den Backzeiten findet ihr natürlich in der Infobox unter dem Video. Die Backzeit hängt von der Größe eurer Förmchen und auch von eurem Ofen ab. Aber ihr könnt euch ja zunächst an unseren Backzeiten orientieren. Wenn das Schokotörtchen soweit ist, sollte es am besten so schnell wie möglich angerichtet werden, damit es innen auch immer noch seinen leckeren flüssigen Kern hat. Nach dem Backen lösen wir das Schokotörtchen sanft mit dem Messer vom Rand und setzen es auf einen Teller. Und ihr seht, es steht wie eine Eins und es hat einen leckeren flüssigen Kern. Im nächsten Video zeigen wir euch dann, mit was wir das Schokotörtchen gern kombinieren. Also, bis zum nächsten Video. Chris und Marie.